STABAK ist die Abkürzung für Stadtbildkompatible Berliner Aufbauvariante Kleinzelle. Eine Kleinzelle ist eine Mobilfunkstation mit kleiner Leistung. Sie werden dort eingesetzt, wo mehr Mobilfunkkapazität benötigt wird, meistens da, wo viele Menschen unterwegs sind. Wir haben in Vorgängerprojekten schon Kleinzellen erprobt. Da kam zum Beispiel als Trägerstruktur ein Lichtmast, eine Werbeuhr, eine BVG-Infosäule zum Einsatz. Und dabei haben wir gesehen, dass es nichts am Markt gibt, wo sozusagen die Systemtechnik untergebracht werden kann, was sowohl funktional als auch stadtbildkompatibel ist. Wir haben das Projekt STABAK initiiert, um eine stadtbildkompatible und technikkonforme Lösung zu schaffen für ein Systemgehäuse. Im Vorhaben STABAK haben wir uns mit 17 Partnern aus der Mobilfunkindustrie und Zulieferern zusammengefunden, um an neuartigen Gehäusen für Mobilfunk-Kleinzellen zu arbeiten. Wir haben zunächst einen Anforderungskatalog erarbeitet, der dann in das Design einfloss, an dem wir gemeinsam in verschiedenen Schritten gearbeitet haben. Dieses Design haben wir dann professionell durch Dienstleister zeichnen und weiter vervollständigen lassen. Das Design ist dann in die 3D-Konstruktionspläne eingegangen. Das Ergebnis des STABAK-Vorhabens sehen Sie hier hinter mir. Dies ist ein Gehäuse der STABAK-Aufbauvarianten, was wir im Musterbau heute hier zu stehen haben. Wir besuchen heute das Berliner Unternehmen Sichert, um über das Projekt STABAK zu informieren. Sichert ist der deutsche Marktführer für Außengehäuse für Telekommunikationsnetze und wir vertreiben national wie auch international die Gehäuselösungen, um die modernen Netze für FTTH zu bauen und die Infrastruktur durch unsere Produkte der Netzbetreiber zu schützen. Somit beschäftigen wir uns seit langem mit der weiteren Entwicklung dieser Gehäuse und dem Aufwerten der Infrastruktur für moderne Anwendungen, die eine Smart City der Zukunft braucht, sowohl WLAN-Hotspots wie auch Microcells für den 5G-Ausbau. Wir hatten die Ehre, das STABAK-Projekt von der Konzeption über die Designphase bis hin zur Fertigung der Prototypen zu begleiten. Dieses Systemgehäuse dient dazu, die Mobilfunktechnik und die Anschlusstechnik aufzunehmen und wird dann nahe einer pfahlartigen Struktur aufgestellt. Die Antenne wird dann in einigen Metern Höhe an dieser pfahlartigen Struktur angebracht, zum Beispiel ein Lichtmast. Wir planen den Einsatz der STABAK-Gehäuse. Dazu gehören noch weitere Formen, die wir beim Deutschen Patent- und Markenamt schützen lassen haben und werden diese Gehäuse im öffentlichen Straßenland in einem weiteren Forschungsprojekt, das sich da nennt OTB 5G+, in Berlin verbauen und dort mit den STABAK-Partnern auf Herz und Nieren testen und die Ergebnisse, die wir dort gewinnen, dokumentieren und aufbereiten und anderen Städten zur Verfügung stellen. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ist mit dem Vorhaben STABAK sicherlich neue Wege gegangen, diese Gehäuse zu konzipieren und letzten Endes zu fertigen. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die wir in dem Projekt OTB dann erzielen werden und wünschen uns natürlich, dass dann viele Gemeinden und Kommunen diese nutzen.